FM Media wird Ihnen präsentiert von Autohaus Tosch Luckau. Man fährt drauf ab und kommt gut an. Die sechste Spektrale des Landkreises Dahme-Spreewald vereinte zur Eröffnung dieser ausgewählten Ausstellungsreihe erneut Künstler und Kunstliebhaber in Luckau. 2002 ist das Gründungsjahr des vielbeachteten Kunstevents im Zwei-Jahres-Rhythmus. Besonders die Luckauer Gewölbekeller am Fuße des Schlossberges haben es den kreativen Männern und Frauen angetan. Zum zweiten Mal suchten sie sich diese Lokalität aus, um die schöpferischen Ideen zu präsentieren. Ein sehr zahlreiches Publikum zeigte wiederholt Interesse an dieser Spektrale und auch der Kreis der Ehrengäste konnte sich wahrlich sehen lassen. Als ein gutes Omen ist sicherlich auch die Tatsache zu bewerten, dass die Schirmherrin der Veranstaltung mit Nachnamen Kunst heißt und zudem Kulturministerin des Landes Brandenburg ist. LDS-Dezernent Carsten Sass begrüßte und erläuterte anschaulich den Inhalt der diesjährigen Ausstellung. In diesem Jahr steht die Spektrale unter dem Thema Woher, wohin? Auf der Suche nach einer neuen Heimat. Thema ist also die Veränderung von Regionen, Aufschwung, Abschwung, demografischer Wandel, Begegnung zwischen Alteingesessenen und Neuankömmlingen, Unterschiede, Berührungs- und Verteilungsängste, mangelndes Verständnis füreinander. Wissenschafts- und Kulturministerin Professor Sabine Kunst nannte sowohl die Gewölbe als auch die Kulturkirche außergewöhnliche Räume für die Installation der Kunstprojekte. Kunstprojekte in einer geschichtsträchtigen Umgebung erfordern immer eine hohe Sensibilität und sind gerade durch die Spannung zwischen Umgebung und Kunstwerk auch für diejenigen, die sie erleben, besondere Herausforderungen und entstrahlen eine entsprechende Spannung aus. Es sind immer solche ungewöhnlichen Orte, herausfordernde Themen und innovative Kunst, die mit Spektrale jetzt zum sechsten Mal verbunden sind und Spektrale prägen. Von daher jetzt an dieser Stelle allen Organisatoren, Mitwirkenden und Förderern ein ganz herzliches Dankeschön. Bürgermeister Gerald Lehmann ist gern Gastgeber für ein solches Ereignis. Sehr geehrte Frau Ministerin, Frau Faber-Schmidt, Frau Dietsche, Herr Sass, liebe Künstlerinnen und Künstler, werte Bürgerinnen und Bürger, werte Gäste aus nah und fern, wie viel Kunst können wir uns leisten? Das ist ja immer die Frage, die in Vorbereitung einer solchen Ausstellung steht. Ist es überhaupt zulässig, angesichts knapper Kassen, wo Pflichtaufgaben nicht mehr ansatzweise umgesetzt werden können, sich überhaupt der Kunst zu widmen? Kunst zu genießen darf nicht am Kriterium des Geldes scheitern, stellte der Bürgermeister fest. Künstlerische Ausdrucksformen fordern die Fantasie und Emotionen ihrer Betrachter heraus. Kulturlandchefin Faber-Schmidt zeigte sich hoch erfreut über die Exponate der Spektrale und Kuratorin Frau Dietsche verdeutlichte noch einmal die Thematik der Ausstellung. Das Thema der diesjährigen Spektrale beschäftigt sich mit dem Phänomen der Migration. Ein Thema, das immer aktuell ist. Denn immer gab es Wanderbewegungen, meist aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen. Schließlich galt es im Beisein der Ministerin, Frau Professor Kunst, das Geheimnis zu lüften, wer den ausgelobten Kunstpreis in diesem Jahr erhält. Bei der sechsten Spektrale fiel die Wahl der Jury auf ein Gemeinschaftswerk. Die begehbare Installation aus 5 schwarzen Lichtkästen ist sowohl intellektuell als auch sinnlich erfahrbar und sie provoziert zeitübergreifende Fragestellungen, die stellvertretend für unser gegenwärtiges Dasein gelten. Herzlichen Glückwunsch, Frau Marietta Thier und Franz Rentsch aus Lippen als Kunstpreisträger des Landkreises. Der Landkreis wird von Glasgestalterin Beate Bohländer eine zweite Glasskulptur fertigen lassen. Das Preisgeld von 3.000 Euro ist teilbar. Die Skulptur eher weniger, stellte Carsten Sass fest, der sogleich die Ausstellung für eröffnet erklärte. Beim ersten Rundgang ließen die zahlreichen Eröffnungsbesucher die Werke sowohl in den Gewölbekellern als auch in der Kulturkirche auf sich wirken.
Bis zum 7. September 2014 ist die Exposition Spektrale zu erleben.